John Bonham hat's gespielt, Taylor Hawkins hat's gespielt, Mark Juliana spielt es, Vinny Colaiuta, Dave Wackel, Steve Getz spielen es, Dennis Chambers spielt es, Just Nickel, Benny Greb, Andy Canillis, alle Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen dieser Welt spielen dieses Lick. Die Rede ist vom Bucket of Fish und wie das funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das war, als ich dieses Lick gelernt habe. Ich war im Schlagzeugunterricht bei meinem ersten Lehrer Michael. Wir haben so ein bisschen gemeinsam gejammt und dann fing er an, irgendwann dieses Lick zu spielen. Und ich habe gesagt, stopp, was spielst du da? Das möchte ich auch können. Und dann sagte Michael, ja, ganz easy, das ist Bucket of Fish. Weder Michael noch ich habe mir diesen Namen ausgedacht. Das ist im Grunde genommen eigentlich nur so eine Art, ja, sagt man, phonautische Entsprechung. Also Bucket of Fish, halt vier schnelle Silben hintereinander. Das ist so ein bisschen der Sound, den dieses Lick kreiert. Wo wir gerade beim Lick sind, das ist schnell erzählt, es sind insgesamt vier Schläge, drei davon mit den Händen und einen, nämlich den letzten, mit der Bassdrum. Wenn du Rechtshänder bist, ist das Sticking rechts, links, rechts, Bass. Und als Linkshänder würdest du dann spielen links, rechts, links, Bass. Und ganz wichtig, die ersten drei Schläge würde ich notieren als 16. Triol und den letzten Schlag als Achtelnote. Das heißt, summa summarum sprechen wir über ein Lick, das eine Viertelnote lang dauert. Ich schalte jetzt mal das Metronom bei einem sehr langsamen Tempo an und spiele immer auf dem Zählzeitenbereich 1 und auf dem Zählzeitenbereich 3 mal dieses Lick. Und ich mache das erstmal mit den Handschlägen nur auf der Snare. Und das ist auch schon die rhythmische Basis des Bucket of Fish Licks. Und damit das jetzt so ein ganz klassisches Bucket of Fish wird, brauchst du noch die passende Orchestrierung. Und da ist es so, dass jeder Handschlag sozusagen einen eigenen Sound kriegt. Der erste Schlag wird gespielt auf der Snare, der zweite Schlag auf einem Hängetom deiner Wahl. Ja, und der dritte und letzte Handschlag dann auf der Standtom und letzter Schlag wie gerade auch auf der Bassdrum. Das mache ich auch nochmal einmal vor im gleichen Spieltempo. Ein ganz wichtiger Sicherheitshinweis und etwas, was ich selber auch am Anfang ja, falsch gemacht habe, ist, dass ich immer versucht habe, das Ding möglichst eng zu spielen, also dass es sofort wie so ein Roll klingt. Und dann war es aber meistens so, dass meine Bassdrum immer viel zu früh gekommen ist. Also so soll das Ding am Anfang nicht klingen. Was dann nämlich passiert, ist sehr häufig, dass du die Bassdrum direkt aufs Standtom spielst. Deswegen lieber erstmal ganz, ganz, ganz langsam die Phrase spielen, die den Sound und die Koordination erstmal etablieren und nach das Tempo ein bisschen steigern. Das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt mal so in 20er Schritten, damit wir hier ja, YouTube-gemäß sozusagen schnell zum Punkt kommen, mal ein bisschen höher. Das heißt, ich mache es mal einmal noch bei 60 und einmal auch bei 80 BPM vor und dann kriegst du so ein Gefühl, wie die Phrase eigentlich klingen soll. Beim letzten Spieltempo wirst du jetzt wahrscheinlich aufgehorcht haben und festgestellt haben, ach ja, das ist dieses Lick, was wirklich jeder Schlagzeuger und jede Schlagzeugerin unter der Sonne sehr häufig spielt. Ich möchte dir noch eine Übung mit an die Hand geben, wie du das Thema
Timing und Koordination noch ein bisschen besser ja, in den Griff kriegen kannst. Etwas, was ich sehr viel geübt habe. Und zwar ist das, dass ich das Bucket of Fish durchgängig gespielt habe. Also jetzt nicht nur auf dem Zählzeilenbereich 1 und 3, sondern auch auf dem Zählzeilenbereich 2 und 4. Und das habe ich ergänzt mit einem sogenannten Track-Pattern. Und da spiele ich Achtelnoten zwischen meiner rechten Hand und der Bassdrum. Das heißt also, die Snare-Drum spielt Viertelnoten, die Bassdrum die Achtel uns. Und sowohl Snare wie auch Bassdrum landen genau da, wo sie auch im Bucket of Fish Lick landen würden. Das spiele ich immer taktweise hin und her. Ich habe das Tempo aber ja, zwecks Nachvollziehbarkeit nochmal ein bisschen runtergeschraubt. Mein Tipp für dich wäre, mit genau dieser Übung ja, langsam anzufangen, da wo du wirklich ganz entspannt dieses Lick spielen kannst, nach und nach das Tempo ein bisschen raufschrauben und natürlich auch mit dem Parameter Dichte verringern oder Dichte erhöhen spielen. Das heißt also, wenn du eine zweitaktige Form hast, jetzt habe ich gerade gespielt, einen Takt das Check-Pattern, einen Takt lang das Bucket of Fish, jetzt könnte man vielleicht sagen, du spielst irgendwann nur noch einen halben Takt das Check-Pattern und dann anderthalb Takte das Bucket of Fish oder du spielst anderthalb Takte das Check-Pattern und dann ja nur einen halben Takt das Bucket of Fish-Lick. Also damit kannst du so ein bisschen spielen, wie oft sozusagen ja die Schwierigkeit kommt. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Dichte verringern oder Dichte erhöhen. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Anwendungsbeispiele zeigen für dieses Lick. Ganz, ganz klassisches Ding ist natürlich so ganz, ganz fettes Trashcan, Rock'n'Roll Ending, Beckengewitter, Bassdrum Gewitter, letzter Abschlag und dann gibt es immer so ein Bucket of Fish hinterher. Könnte aussehen und klingen wie folgt. Sowas hast du auf jeden Fall schon mal gesehen und gehört, wenn du mal ein Pop- oder Rockkonzert besucht hast. Eine andere Möglichkeit, dieses Lick einzusetzen, ist natürlich eine Fill-Anwendung und da möchte ich dir gerne mal kurz zwei Fills demonstrieren. Das Fill, was ich dir jetzt gerade demonstriert habe, war im Grunde genommen so eine Kombination aus dem Bucket of Fish und einer 3-3-2. Was habe ich da gemacht? Ich habe nach der ja, Bassdrum, die sowieso in diesem Lick drin ist, noch eine weitere Bassdrum hinzugefügt. Das heißt also drei Handschläge, Bassdrum, noch eine Bassdrum. Dann habe ich nochmal genau das gleiche gespielt und auf der 4 ja, einen lauten Flam und eine kurze Pause gelassen bis zur nächsten 1. Also diddle bass, bass, diddle bass, bass, Flam. Klassisches Ding, wenn du mal ein Drum-Solo von John Bonham oder auch von Taylor Hawkins gesehen hast, hier auf YouTube oder auf einem Konzert, dann hast du das auf jeden Fall schon häufiger mal gehört. Hat halt einfach so ein, ist halt direkt so ein Statement, dieses Film. Ich mache dir noch ein zweites vor.
Diese beiden Fills sind auf jeden Fall miteinander verwandt und das Ganze so ein bisschen unter der Überschrift 3-3-2. Bei dem ersten Fill hatte ich ja nach dem Bucket of Fish Lick noch einen Schlag gesetzt und hier ist es genau umgedreht. Hier setze ich das vor das Lick und es ist dann keine Bassdrum, sondern ein Flam gewesen. Das heißt, die Reihenfolge war Flam als Achtelnote, Bucket of Fish, Flam, Bucket of Fish, Flam. Ein bisschen Pause lassen und dann zur nächsten Eins wieder reinkommen. Wie zuvor schon erwähnt, all diese Übungen, auch diese Fills, habe ich in Notenform aufgeschrieben und du findest unter dem Video einen Download-Link. Da kannst du dir ein PDF herunterladen. So viel mal zum Thema Bucket of Fish. Check auf jeden Fall mal auch die Videobeschreibung aus. Da packe ich noch ein paar Songlinks rein, wo das Ding benutzt wird. Und ansonsten hoffe ich, hattest du eine gute Zeit beim Gucken des Videos und bist wieder ein bisschen schlauer geworden in Sachen Schlagzeugspielen. Wenn das der Fall ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mehr Videos von mir gucken möchtest, abonniere sehr gerne meinen YouTube-Kanal. Ich bin raus für heute. Ciao.